So. Ein Frostschrein. Ja, komm, nehmen wir einfach mal mit hier. So, zack. Kriegen wir die auch noch da hinten? Ja, den letzten nicht. Den müssen wir manuell umhauen. So, hier sind auch noch Monster. Ja, komm, die kriegen den hier. Pam! Und die leben noch, die Schweine. Ja, wird Zeit, dass wir Zeitriss kriegen. So. Die haben wir. Da ist wieder Fledermauszahn oder sowas. Ja. Gut, dann können wir das auch kombinieren. Das sollten wir vielleicht auf unsere Mainwaffe machen. So, jetzt haben wir schon 18 Lebensentzug für 3 Sekunden. Sehr schön. So, hier wandeln wieder die Untoten. Ach, Mist. Also irgendwie sind unsere Fähigkeiten noch sowas von schwach. Ein Schleifenring der Fähigkeit. Das können wir sehr gut gebrauchen. Wo ist denn der? Nee, das ist der Schülerschleifenring. Wo ist denn der andere? Ring der Muskelkraft, Schleifenring der Fähigkeit. Ah, nee, scheiß drauf. Nee, bevor wir da unten hergehen, würde ich sagen, räume hier oben. Na, super. Räume hier oben erstmal alles auf. Ja, okay, wir gehen noch hier rein. Weil irgendwie kommt sonst alles. Zack. So, die haben wir auch. Ach, wieder so ein Magier. 2 Stück. Und zack. Sehr schön. Jetzt müssen die eigentlich nur noch sterben, dann wäre es noch geiler. Die Frostleiche, ey. Was hält denn die bitte aus? Das war doch vorhin auch die Frostleiche. Komm, lass wenigstens was droppen. Ja, natürlich nicht. Habe ich da was mit Energie gelesen? Nein. Nee, ich glaube nicht, ne? Oder? Keine Ahnung. Ich räume einfach mal die Monster wieder weg. Sterbt. So, wir können jetzt da oben lang oder hier hinten. Ich mache jetzt mal hier hinten alles weg. Und taste mich dann auf dem Rückweg so langsam auf die, in die oberen Stockwerke vor. Oh, der stirbt nicht. So. Und zack. Ich meine zack. Ach Mann. Aber die werden immerhin schon so betäubt, ne? Das ist klasse. So, zack, zack. Schützende Halsketten und Schleifenring der Erkenntnis. Erkenntnis könnte Intelligenz sein, oder? Jawohl, 6 Intelligenz. Aber das bringt uns jetzt irgendwie nichts. Wir bräuchten irgendwie eine Halskette, die mächtig viel Intelligenz oder Regeneration oder was auch immer für Energie gibt. Ach nee, bitte keine Frostscheiße. Keine Frostleiche. Dann auch noch so einen, der so eine Feuerverzauberung hat. Das ist der hier, der Hauptmann. Das tut übelst weh, wenn man den nicht killt. Vor allem, wenn man seine Kumpanen dann nicht killt vorher, weil die dann alle diese Feuerverzauberung haben, dann kriegt man übelst viel Feuerschaden rein. Ich weiß nicht, wie das auf höheren Schwierigkeitsgraden ist. Noch geht das. Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, ob wir schon jemals im Let's Play jetzt hier gestorben sind. Und pam. So, mal ein paar Fledermäuse hier aus dem Weg räumen. Und Skelettis. So, der hat nur noch gezuckt. Dann haben wir den auch mal befreit. Wobei, merken Untote eigentlich noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Dadurch, dass die eigentlich Energie, genau, dass die Magie gesteuert sind. So. Da zappelt nichts mehr. Oh, ein Gesundheitstrank. Sehr schön. Was haben wir hier? Nur Gold. Macht nichts. Gold ist immer gut. Und weil man, glaube ich, später in dem Spiel, wie neben dem anderen auch, wenn es jetzt nicht gerade mit irgendwelchen Auktionshäusern manipuliert, hat man hinter eh viel zu viel Gold. Ich meine, man kauft nicht wirklich was bei Händlern. Also ich zumindest nicht. Vielleicht sollte man das machen. Ich weiß es gar nicht. Kann man überhaupt Rare-Sachen bei Händlern kaufen? Keine Ahnung. Ja, hier geht's nicht weiter. Sehr schön. Ja, aber ich glaube, hier
hat man irgendwann Gold im Überfluss. Man hebt, glaube ich, auch irgendwann die gelben Sachen gar nicht mehr auf, weil man das irgendwann mal leid ist. Weil das Inventar ist einfach nur noch voll hinterher. Ich bin eh so ein Inventar-Messi. Ich weiß nicht, wie das euch geht, wenn ich so, auch wenn ich MMO spiele oder so. Am Anfang so ein schön leeres Inventar. Das füllt sich mit der Zeit, was ja auch recht normal ist, aber irgendwie wird das immer voller. Dann denkt man sich so, oh, das könnte ich noch gebrauchen, das lasse ich mal im Inventar und so weiter. Und dann sammeln sich so Unmengen an unnützen Sachen im Inventar an und man hat überhaupt keinen Überblick mehr. So geht es mir zumindest immer. Und ich bin dann auch mal zu faul, zu irgendwelchen Ingame-Banken zu laufen, um meine Sachen da abzulagern. Ach ja. Ah, ich glaube, mit dem Problem stehe ich nicht ganz so alleine da, oder? So, was haben wir denn hier? Gesundheitstrank und Umhang. Noch mehr kannst du nicht halten. Ja, da haben wir wieder das Problem. Allerdings, so ein Umhang, da können wir eh drauf verzichten. Wir kümmern uns hier lieber um die Untoten. Und das sind Rattenmenschen. Gehen die schneller kaputt? Zack. Ja, die scheinen irgendwie ein bisschen besser auf den Schaden anzuspringen. Oh, die stehen gerade alle so schön beisammen. Ah ja. So, hier auch nochmal. Naja, drei Stück immerhin. Da kann ich mich um den vierten kümmern. Dann mache ich den hier nochmal. Was haben wir hier? Geprägter Armschutz und Gold. Ja. Und noch mehr Rattenmenschen. Und zack. Ach nein, so ein scheiß Jäger, der so Fallen wirft. Das Gute ist, sobald man diesen Fallenwerfer tötet, verschwinden die Fallen auch gleich wieder. Das ist recht praktisch. So, zack, das dürften alle drei sein. Jawohl. Dann plündern wir mal in Ruhe diese... Noch mehr kannst du nicht tragen. Ja. Überfordernden Truhen. Und werden jetzt mal auf die untere Ebene fortschreiten. Ich glaube, da müssen wir wieder zurück. Weil von hier aus kommen wir, glaube ich, nicht runter. Sondern wir müssen hier rum. Genau. Lasst euch nicht vom Hubschrauber im Hintergrund irritieren. Es gibt keine Welt außerhalb eures Zimmers. Nein. So, hier auch nochmal. Zack. Das war scheiße. Naja, man muss sich halt angewöhnen bei der Welle, dass man die vielleicht echt vorher erstmal sammelt, dass die in einer Reihe stehen und dann haut man das Ding eigentlich nur noch durch. Verstärkter Schild der Vergeltung. Noch mehr kannst du nicht tragen. Kannst du nicht tragen. Doch, kann ich. Dann schmeißt du mal diesen Scheiß hier weg. Das auch. So, dann hat man einmal den und verstärkter Schild der Vergeltung. Schauen wir uns mal an. Der hier, ne? Ja, Crap. Ja, der auch. So, hat sich mal wieder nicht gelohnt, die anderen Sachen wegzuschmeißen. Aber naja, man weiß ja nie. Vielleicht wäre es ja was Praktisches gewesen. So, jetzt sind wir hier bei der unteren Ebene dieser, ja, Rattenmenschen. Ja, steht ja auch da. Die heißen ja echt so. Habe ich noch nie so drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, den sind wir schon mal in den Höhlen von Panas begegnet. Kann ich mich noch so dunkel dran erinnern? So, die machen wir so weg. Jawohl, ein Herzstich. Dein Gepäck ist voll. Nein, 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 das ist nicht voll, das ist nicht voll, das ist nicht voll. Das ist nicht voll. Vielleicht so, reicht das? Yes. Herzstich. Naja, naja. Naja. Ist halt ein Dolch, ne? Also, eigentlich nichts für uns. So, ich tausche das mal aus, weil... Das ist ja hier so ein Unique-Teil. Die hätte ich schon ganz gerne in abgetrennten Bereichen. So, zack. Und hier, zack. Das ist ein Massaker. Und daran seht ihr auch, dass auch normale Monster Sachen droppen, die nicht ganz der Norm entsprechen und nicht nur irgendwelche Bosse. Ich glaube, nur die Bosse haben eine höhere Chance. Da bin ich mir aber jetzt nicht so sicher. So, spitzer Speer der Vernichtung. Dein Gepäck ist voll. Geschnitzter Stab, gestärkte Armschienen.
Alles scheiße. Den Speer hätte ich trotzdem mal gerne gesehen. Dann schmeiße ich das Beil hier mal weg. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ein Speer nur eine Reihe braucht. Wo ist denn der überhaupt? Da. Spitzer Kurzspeer der Vernichtung. 22 bis 32. 14% Schaden, 3 Bonusschaden, 4 bis 6 Durchschlagschaden. Nee, da bleibe ich dabei. Oh. Ah, jetzt muss ich kurz husten. Ein Gladius der Gaunerei. Noch mehr kannst du nicht tragen. Ja, dann schmeiß ich mal den Scheiß hier weg. Was kann der? Den können wir noch nicht mal tragen, ey. Spielerstufe 15, alles klar. Der ist aber schwach, ne? Nee, den nehme ich nicht. Dann tausche ich ihn auch nochmal gegen sowas hier aus. So, zack. Hier haben wir auch noch eine Truhe. So, Schleifenring und Gesundheitstrank. Ich hoffe, da oben habe ich jetzt nichts vergessen. Ich glaube aber nicht, ne? Ich glaube, wir haben nur ein bisschen ausgeräumt, ausgemistet, damit wir die anderen Sachen tragen können. Ja, es dürfte ruhig mal ein Speer droppen oder sowas. Aber naja, man kann ja nicht alles im Leben haben. Auf jeden Fall, guckt mal, hier beginnt schon die Versteinerung. Und irgendwie habe ich schon ein bisschen Schiss, jetzt hier weiterzugehen, weil ich weiß, was mich da erwartet. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Deswegen gucke ich jetzt hier nochmal, ob wir alles haben. Natürlich nicht. So, den haben wir nicht erwischt. Macht aber nichts. Unser Hammer macht auch kurz einen Prozess. Ach, scheiße, jetzt haben wir so volle Taschen. Ich sollte vielleicht nochmal verkaufen gehen vorher. So, die ziehen wir schön in einer Reihe. Ah, fast. Einer hat gefehlt. Aber naja, man kann ja nicht alles im Leben haben. So, hier ist nur Crap drin. Bei dem benutzen wir mal wieder das hier. Das ist sehr angenehm, muss ich sagen. Jetzt weiß ich nur nicht, mit welcher Taktik wir gleich den Gegner machen. Das weiß ich ehrlich gesagt echt noch nicht, weil ich habe das früher mal mit Nahkampf gemacht. Aber wir sind ja jetzt eher so ein Semi-Fernkämpfer. Eigentlich sind wir ein Nahkampfmagier, wenn wir das mal so ausdrücken wollen. Naja, egal. Ich räume erstmal die hier aus dem Weg. So, zack, zack, zack. Den haben wir nicht erwischt. Das macht aber nichts. Der stellt nämlich erstmal seine Falle, vergeudet damit sinnvolle Zeit, mir Schaden zuzufügen. Und bevor er mich einmal treffen kann, ist er auch schon tot. Und die Falle gleich mit. KI for the win. Wobei, ich wäre, glaube ich, genauso doof. Naja. So, die räumen wir so weg. Das geht ja recht schnell. Gucken, was Schönes in der Truhe ist. Wahrscheinlich. Noch mehr. Ach, kannst du nicht, lass den Dreck doch einfach liegen. So, haben wir das hier wieder ab? Sehr schön. Okay. Ich glaube, dann haben wir hier alles, oder? So, hier sind keine mehr, aber da hinten kann man auch noch her. Aber ich glaube, da geht es nur noch nach vorne. Aber hier sind auch noch welche. Sehr gut. So, hier habe ich jetzt alle erwischt, außer den hier. Den habe ich auch leider gar nicht gesehen von da hinten. Deswegen habe ich auch mal Angst, so ein bisschen zum Fernkämpfer zu spielen, weil ich dann Gegner außerhalb des, des Bildschirmes nicht mehr orten kann und Angst habe, die zu vergessen oder so. Naja, egal. Wir teleportieren uns jetzt einfach mal zum nächsten Händler. Du darfst ja auch teleportieren. Nach Parnas. Sehr schön. Und ich gönne mir jetzt mal einen Schluck Kaffee. Ach scheiße, ich gönne mir ihn trotzdem mal. Moment. So. Dann werden wir mal unseren Shit verkaufen. Genau. So, zack, 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 zack. So, jetzt inspizieren wir die Ringe nochmal im Detail. Nee, nee, nee. Nein. Nein. Nein und nein und nein. Da haben wir nicht mehr. Doch, haben wir. Nein. Nö. Nö. Ja, nee. Das ist mir zu wenig. Das auch. Beziehungsweise. Ach, hier weiß ich nicht. Entzogene Energie. Ich will das mal ausprobieren. Ich probiere das jetzt einfach mal
Ich behalte das Ding jetzt aber nochmal mit dem schwächeren Energiering aus. Tausche das jetzt mal gegen den schwächeren Energiering aus. So. Dann kann ich hier nochmal kurz schauen, ob es hier überhaupt wertvolle Sachen gibt. Ja, die machen alle fast den gleichen Schaden wie unser Hammer. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches hier. Naja. Naja. So, wir haben auf jeden Fall wieder Platz im Inventar und das heißt, dass wir uns jetzt zur Quelle des Bösen begeben können. Nach diesem nicht vorhandenen Ladebildschirm und diesem leichten Ruckeln. So, jetzt baut sich die Engine wieder auf. Also beim Teleportieren kann das teilweise ein bisschen stockend wirken. Oh, hier ist alles versteinert. Oh Gott. Höhlen der Pythia. Auweia. Eine verriegelte Tür. Ich will eigentlich nicht, aber ich muss. Wir wollen ja weiterkommen. 53 Heiltränke haben wir. Das passt.